Kennt ihr das auch? Also eigentlich ist ja ein Wort, was auf einen Widerspruch hindeutet, sollte euch das Spielen ganz viel Spaß machen. Und eigentlich solltet ihr euch auf die nächste Session total freuen, ja, wieder auf Abenteuer zu ziehen, wenn ihr Spielleiter seid. Aber uneigentlich, was es gar nicht gibt, ist irgendwas nicht okay. Ihr habt überhaupt keinen Bock, irgendwas vorzubereiten. Allein schon der Gedanke, sich daran zu setzen und jetzt das Abenteuer durchzulesen oder sich das Abenteuer zu überlegen, wie es weitergeht, stößt auf Widerspruch. Und wenn es so ist und ihr mal gar keine Lust habt, dann wollt ihr vielleicht dranbleiben, denn in diesem Video gibt es ein paar Tipps dazu und ein paar Anregungen, woran es liegen kann und was ihr dagegen tun könnt. Also, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Hallo, mein Name ist Martin Schröer. Ich bin selber Fantasy-Rollenspieler mit Herz und ja, ich bin auch Bachelor Psychologie und systemischer Coach und habe eine ganze Zeit lang im Arbeits- und Organisationsbereich gearbeitet. Und mache das auch immer noch. Und von daher kommen auch die meisten meiner Tipps. Und ich glaube, es wird für jeden was dabei sein. Ja, woran kann es liegen, dass man keinen Bock hat zu spielen oder zu leiten und irgendwas vorzubereiten? Also, manchmal ist es ja so auch, dass man keinen Bock gehabt hat und abends irgendwie so halbherzig was vorbereitet und danach noch spielt und es wird total toll. Und das ist eigentlich auch schon ein ganz gutes Zeichen, wenn ihr keinen Bock habt, was vorzubereiten, aber dann Bock habt zu spielen, dass mit dem Hobby alles in Ordnung ist und dass es andere Gründe gibt. Und die anderen Gründe heißen meistens, wenn ich es jetzt so auf ein Wort bringen soll, Stress. Also ihr habt im Job zu viel zu tun, in der Beziehung läuft irgendwas nicht richtig oder was auch immer. Irgendwas vermiest euch gerade eure Lebenssuppe. Deswegen gibt es jetzt zuerst mal ein paar ganz kurze Anti-Stress-Tipps. Ich habe zu dem Thema schon ganz viel gemacht. Deswegen will ich jetzt mal ganz ins Praktische und gucken, ob euch das wirklich hilft. Und der erste Tipp ist, macht Sport körperlicher Bestätigung, ist ein super guter Ausgleich, wenn man stressig ist, wenn man Stress hat. Und geht joggen. Bei mir ist das Joggen zum Beispiel immer dazu da, um Gedanken zu sortieren. Und bei mir ist das Klettern, ich gehe gerne Toprope klettern, dazu da, den Kopf komplett leer zu machen. Also wenn ich klettern gehe, dann denke ich an nichts. Dann ist der Stress nachher auch weg. An nichts denken ist auch noch eine super Sache. Sehr gut gegen Stress ist auch zu meditieren. Ich probiere gerade eine App aus, die heißt Balance. Da ist man mit 5 Minuten dabei am Tag. Und das finde ich wirklich sehr gut. Und ich merke tatsächlich auch, dass es mir schon ganz viel bringt, weil ich durchs Meditieren auch schneller daran komme, herauszufinden, was jetzt wirklich mein Problem ist. Der dritte Punkt, um mit Stress umzugehen, ist es einfach, neue Fähigkeiten auszubilden, Stress abzubauen. Also zum Beispiel gelassener mit Situationen umzugehen. Die Arbeit soll angeblich schon heute fertig sein. Naja, manchmal ist es auch so, dass morgen oder überübermorgen auch noch reicht. Nur, dass die Kollegen gerne was anderes wollen. Aber man lebt ja nicht nur für die Kollegen, wo ich jetzt nicht zum unsozialen Verhalten auffordern möchte, sondern es geht darum, der Tag hat nur so und so viele Arbeitsstunden und irgendwann müsst ihr mal vorbei sein und vielleicht lernt ihr zum Beispiel euch besser abzugrenzen oder andere Prioritäten zu setzen. Und das kann auch im Vorfeld dabei helfen, Stress zu vermeiden. Wenn ihr jetzt, wo ihr den Stress abgebaut habt, immer noch keine Lust habt, dann kann es sein, dass es den einen oder anderen Lustkiller gibt. Und das kann unter anderem ein zu hoher Anspruch sein. Also ich finde es gut, einen Anspruch zu haben. Ich habe auch einen Anspruch, vernünftige Videos zu machen. Aber ihr merkt auch, manchmal ist es auch nicht so 100%. Manchmal komme ich auch ins Schwafeln und manchmal lasse ich auch 5 Grad sein. Und das ist auch für mich okay so.
Ich weiß, dass ich besser werde, wenn ich es mache. Und genauso würde ich das beim Spielleiten auch sehen. Ich gebe mir schon Mühe, was vorzubereiten, aber ich übertreibe es nicht, weil ich merke, gerade wenn ich zu viel Stress habe und wenn ich zu kritisch mit mir bin, dann habe ich keinen Bock mehr. Weil diese Selbstkritik oder auch Kritik von anderen, das ist ein absoluter Lustkiller. Es geht um ein Spiel, es geht um Spaß und Kritik, wenn sie überhaupt gebracht wird, sollte einem helfen, um weiterzukommen. Aber es sollte nicht ein zusätzlicher Punkt sein, um einen fertig zu machen oder noch mehr Stress zu haben. Ja, vielleicht hat sich euer Hobby auch zu etwas sehr, sehr Aufwendigem entwickelt und ihr merkt, dass es zu viel ist, so wie es ist. Also ich zum Beispiel schreibe immer gerne Musik und okay, ich muss sagen, das klappt ganz gut, es belastet mich nicht, es ist auch für mich immer ein Ausgleich, Musik zu machen. Aber wenn ihr zum Beispiel, es muss ja auch nicht für jeden so sein, wenn ihr zum Beispiel Dioramen baut, dann kann das sehr aufwendig sein und dann wird vielleicht dieses eine gar nicht bespielt, was ihr gebaut habt, wo ihr tagelang dran gesessen habt und das kann zu viel, sehr viel Ärger führen. Also überlegt, ob ihr eure Spielsessions nicht ein bisschen schmaler gestalten könnt, ohne dass ihr gleich total viel an Qualität verlieren. Manchmal ist es auch schöner, nicht zu viel zu machen und dann umso kreativer zu leiten. Ja, und wenn euer Gedanke bei diesen ganzen Sachen ist, bei der Vorbereitung, oh, ich muss dies noch machen, ich muss noch das Diorama bauen, ich muss die Welt noch besser vorbereiten oder ich muss noch mehr Musik schreiben, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, wenn irgendwo das Muss steht, statt ich möchte oder ich will oder ich darf, ja, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und ihr genau an diesem Punkt einhaken könnt. Ja, hier noch ein kleiner Tipp zur Arbeitsverringerung. Macht euch Notizen während der Session. Es muss nicht viel sein. Oder macht euch nach der Session Notizen, wenn ihr es währenddessen nicht hinkriegt, was ich gut verstehen kann. Ich mache es auch immer danach. Und schreibt euch so die wichtigsten Sachen auf, die passiert sind. Und schreibt euch vor allen Dingen auch auf, was eure Spieler gesagt haben, wo sie beim nächsten Mal hinwollen. Weil manche Abenteuer sind sehr umfangreich. Gerade wenn man sie selbst gestaltet, ja. Und dann ist es gut zu wissen, wo die anderen hinwollen und diese Sachen vorzubereiten und vielleicht noch irgendwas, was noch vielleicht mal im Gespräch war und nicht das ganze Modul. Das macht zu viel Arbeit und das macht zu viel Stress. Und besser ist es, sich da schlank zu halten und Notizen machen helfen dabei sehr gut. So, wenn ihr jetzt an dem Punkt seid, dass es immer noch nicht hilft, dann würde ich jetzt denken, mir fällt nichts anderes mehr ein, es muss irgendwo an der Gruppenkonstellation hängen. Also irgendwas stimmt nicht bei euch in der Gruppe. Das heißt gar nicht unbedingt, dass irgendeine Person falsch sein muss, aber irgendwie funktioniert was nicht. Und da ist es gut, nochmal auf sich zu achten und zu überlegen, ja, wo hakt es bei mir? Wo habe ich vielleicht ein doofes Gefühl? Was stößt mir auf? Wo bin ich besonders empfindlich? Manchmal ist es ja auch so, dass zwei Person Typen, muss gar nicht, was Spielen angeht, schwierig sein, sondern zwei Typen miteinander nicht gut klarkommen, weil der eine den anderen immer antriggert. Was ich damit sagen will, ist, wenn jemand so eine wunde Stelle hat, also einen wunden Punkt, haben wir alle, und der andere immer versehentlich in genau diesen wunden Punkt piekst, kann das sehr unangenehm sein. Das hat meistens sowas, sogar was damit zu tun, dass die beiden sich irgendwie auf eine Weise ähnlich sind, dass sie gleiche Sachen kennen. Und es hat auch was sehr Positives oft, nämlich das sind Menschen, die einem sehr nahe kommen können. Trotzdem kann das ein Punkt sein, wo es wirklich wehtut und wo es auch keinen Spaß macht, mehr zu spielen. Oder es kann auch so an der Konstellation liegen, dass irgendwas zwischen zwei Spielern nicht passt oder dass ihr irgendwelche Konflikte in der Gruppe habt, die nicht ausgesprochen sind, wo sich zum Beispiel was von der Spielebene auf die persönliche Ebene übertragen habt. Hört dahin, guckt, dass ihr es rausfindet, was es ist, sprecht mit euren Spielern und versucht, das aus der Welt zu räumen. Ich finde, ich habe auch hier nochmal ein Video gemacht zu dem Thema, warum sich Gruppen auflösen und da sind ganz viele Hinweise. Vielleicht schaut ihr da mal rein. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr so ein Gespräch führen sollt, habe ich auch dieses schon mal in einem anderen Video behandelt. Das habe ich auch hier verlinkt, also jetzt direkt danach sozusagen. Sorry, ist heute viel Werbung, aber ich glaube, ich habe schon ganz viel guten Content gemacht zu den Themen und möchte auch nicht immer alles in epischer Breite erzählen. Das war's auch schon für heute.
Ja? Also, wenn ihr keinen Bock habt, guckt, woran es liegt. Und ich bin mir relativ sicher, bei unserem schönen Hobby, für mich das schönste Hobby der Welt, ist es so, dass man eigentlich immer Bock haben müsste und dass nur, wenn andere Umstände hereinkommen, irgendwas nicht stimmt, es dazu führen kann, dass wir weniger Lust haben. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mal hören, was ihr meint dazu. Also ich bin auch gespannt auf eure Meinung und freue mich natürlich auch über ein Abo. Macht's gut, bis dahin, euer Martin. Ciao.